Und weiter geht's mit Dragon Age Origins. Dann kämpfen wir uns mal durch das Schloss durch. Hörst du die Kampfgeräusche? Hausmänner müssen überall sein. Was machen wir jetzt? Das Haupttor. Dort muss dein Vater sein. Können wir sonst nichts tun? Ich habe hier meinen Schlüssel zur Schatzkammer. Wir könnten zuerst das Schwert der Kuslens holen. Wenn Hau etwas nicht in die Hände fallen darf, dann dieses Schwert. Aber das könnte gefährlich werden. Das klingt doch sehr interessant. Das sollten wir auch machen. Dann auf zur Schatzkammer. Wenn Haus Männer im Schloss sind, kontrollieren sie es längst. Wir müssen also durch den Gesindegang in der Speisekammer fliehen. Hörst du mich? Das musst du mir nicht zweimal sagen. Dann beeilen wir uns. Okay, neue Quest. Die Schatzkammer der Kuslens. Ist hier noch irgendwas? Leichnam eines Ritters. Der hat nur 6 Kupfer dabei. Sonst haben wir nichts. So. Oh, das Schloss ist gefallen! Ich verschwinde! Überreden! Feigling, bleib hier und kämpfe. Ja, ja. Da! Da kommen sie! Erstmal alle mal dahin. So, was haben wir da? Ich schnapp mir den. Und. Ja, super. Du gehst erstmal hier hin. Und. Du kannst auch mal mit Alof gehen. Ja, mach halt mal Knochen drauf. Das ist eine gute Idee. So. Und du gehst mal mit dem. Festhaltenden Schuss auf den. Ich kläre das schon. So, mal kurz umdrehen. Und da hinten sind auch noch einige. Ach du meine Güte. Okay. Erstmal wieder. So, wir schnappen uns den. Diese Schläge anschmeißen. Das war alles immer noch nicht besonders taktisch, so wie ich das hier gerade mache. Haut weg. Okay. Sehr schön. Der Weg ist versperrt, aber okay. Hier haben wir neue Gegner. Bogenschütze. Die Bogenschützen sind ein bisschen nervig. Aber wenn wir da mit 3 Leuten, beziehungsweise sogar mit 4 Leuten draufhauen, halten die auch nicht viel aus. So. Dann gehen wir mal auf den. Und auf den. So. So, die Truhe ist aber mit Sicherheit verschlossen. Ja. Nicht so schlimm. Schwache Wundumschläge, das ist immer gut. Heilung können wir immer gebrauchen. So. Metallsplitter. Okay. Wir finden auch viele Sachen, die wir. Da kommen noch ein paar Gegner. Die wir für den Bau von Fallen brauchen. Deswegen werde ich das einfach mal alles aufbewahren. Das könnte eventuell nochmal nützlich werden. So. Oh, da hinten sind noch mehr Gegner. Ich werde gehen. Wir gehen mal alle da drauf und du kannst mal wieder auf den Bogen wechseln. So. Den festhaltenden Schuss. So.
Armer Aldous. Euer Tod wird gesühnt, weiser Mann. Das schwöre ich. Hau hat volle Arbeit geleistet. Lässt niemandem anleben. So, da kommen ein paar Wölfe. Wo müssen wir lang? Wir müssen hier unten lang. Wölfe sind aber nicht das Problem. Aber ich will hier hoch. Und dann die beiden noch. Sehr gut. Die beiden kämpfen hinten noch gegen den Abari. So. Haben wir aber gleich auch geschafft. Und ich loote erstmal. Ja, so muss das sein. Sehr schön. So, jetzt bin ich aber, glaube ich, schon sehr weit. Für die Schatzkammer-Quest müssen wir hier. Genau. Natürlich. Wir nähern uns der Schatzkammer. In ihr liegt das Familienschwert der Kuslands. Benutze den Schlüssel, den ich dir gab. Hau darf die Klinge nicht bekommen. Okay. Bin schon unterwegs. Wir haben endlich den Schlüssel für die Schatzkammer. Du hast einen Schlüssel verwendet. Jupp, dachte ich mir doch. Was gibt's denn hier alles? Oh, eine ganze Menge. Waffenständer. Wir haben eine Axt und einen Kurzbogen. Ja, wir nehmen alles mit. Selbst wenn wir es nicht brauchen, verkaufen kann man es immer wieder. Schuppenrüstung und Schild einer Kuslandwache. Sehr schön. Und dann in der Truhe noch. Was haben wir hier? Das Familienschwert und Schild von High Ever. Wunderbar. So. Wir gehen mal kurz ins Inventar. An sich habe ich ja angekündigt, ich möchte ihn gerne als Zweihandkrieger spielen. Wir haben jetzt auch schon unsere erste Fähigkeit bekommen. Aber ich glaube, gerade der Schildschlag, der ist noch sehr, sehr gut. Und ein bisschen mehr Verteidigung kann im Moment auch noch nicht schaden, da die Gruppe noch nicht allzu stark ist. Und ich weiß, gleich kommt nochmal so ein etwas schwierigerer Kampf. Oder ja, was heißt schwierig? Es sind halt nur sehr viele Gegner. Deswegen werde ich noch ein bisschen mit Einhand und Schild rumlaufen. Aber wir können es ja trotzdem noch ein bisschen verbessern. So, Schild von High Ever, Graueisen, plus 4 Angriff. Okay. Sehr schön. Und wir hatten doch, Moment, die Schuppenrüstung. Ein bisschen mehr Rüstung, aber auch mehr Erschöpfung. Ziehen wir die mal an. So. Okay, das war es auch schon. Das Schild schaut ja ganz nett aus. Und wow, okay. So. Direkt mal deinen Hinterhalt rein. Ich bin betäubt, das ist nicht gut. Wo willst du denn hin, Kollege? Kopf ab, oh Mann. Der stand nicht wirklich lange. So, Feuerkristall. Halt. Halt. So. Okay, da sind wir Geld dabei. Ich glaube hier war. Nee. Leichnam eines Ritters. Ja, ja. Alles durchsuchen, noch ein kleiner Dolch. Ich glaube, der Diener begleitet der uns jetzt hier. Top, der begleitet uns. Sehr schön. So, den Haubogenschützen haben wir eben auch umgehauen. Ja, schwache Rundumschläge. 9 mittlerweile. Finde ich sehr gut. Hoffentlich ist Mutter Malol entkommen. So weiter. Hier ein Tropenschlachter. So, und dann. Und dann den noch.
Ich benutze das Pausenmenü jetzt wahrscheinlich öfter, als das sein müsste. Also man könnte auch mit... Wieso gehen die da nicht drauf? Die wollen nicht drauf gehen. Direkt als Warnung vorweg, ich werde in späteren Kämpfen sehr, sehr viel mit dem Pausenmenü arbeiten und es wahrscheinlich sehr, sehr langsam angehen lassen. Also erwartet bitte kein schnelles Tempo, denn das werde ich euch wahrscheinlich nicht bieten können. So, okay, wir sind hier im Schloss eigentlich so ziemlich durch. Wir werden uns jetzt mal der Hauptquest nähern und mal gucken, ob wir unseren Vater finden. Aber auch erst im nächsten Video, denn hier kommt wieder ein kleiner Schnitt.